Sebastian, Vega Fina, über die Marke weiß ich ja so gar nichts, also wirklich null. Deswegen bin ich ganz froh, dass du mir oder uns heute ein bisschen was darüber erzählst und ein bisschen was erklärst. Wunderbar, dass ich auch nicht viel mehr weiß als nichts. Liegt wahrscheinlich daran, weil Vega Fina in Deutschland nicht die bekannte große Marke ist. Anders sieht es so in Spanien aus. Es ist nämlich die wichtigste Longfiller-Marke Spaniens. Es ist letztendlich eine spanische Marke auch, die allerdings in der Dominikanischen Republik natürlich von Hand hergestellt wird. Es gibt im Wesentlichen zwei Linien. Einmal die klassische, die wahrscheinlich für die meisten Zigarrenraucher die angenehmer ist. Warum? Weil das eher milde Aromen offenbaren, auch oft einen leicht cremigen Touch haben. Also der Rauch fühlt sich relativ cremig an. Insgesamt sehr ausgewogene Zigarren, an denen es eigentlich überhaupt nichts auszusetzen gibt. Das ist einmal die klassische Linie, hier mit der typischen weiß-silbernen Bauchbinde. Dann gibt es noch eine kräftigere Linie, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen möchte. Viel wichtiger ist daneben noch die limitierte Edition, die jedes Jahr rauskommt. Die nennt sich Vega Fina Sumum. Mhm. So, schöne Klavierlackkiste in Schwarz. Genau, also schon die Kiste sehr hochwertig aufgemacht. Und hier haben wir jetzt eben was deutlich Komplexeres, Interessanteres noch im Geschmack. Die Vega Fina Sumum hier mit einer einfach auch schon komplexeren Tabakmischung gemacht und entfaltet dadurch auch ein bisschen kräftigere Aromen natürlich, aber insgesamt auch was sehr Ausgewogenes, Mittelkräftiges, was sich sehr angenehm raucht und eben verschiedene Aromen auch entwickelt. Kommt einmal im Jahr raus und ist eben streng limitiert. Okay. Ja, so viel zu meinem Wissen zu Vega Fina. Ja, da weiß ich schon mal mehr als vorher. Super, vielen Dank.